wunderschönen guten Tag. Wir spielen weiterhin Wildlands. Ghost War mit Dalu, Maru und Alex. Hallo. Hallo. Hab jetzt mal Werbung. Alles Ubisoft. Den Ranger zum zweiten Mal skillen hat mir nicht viel gebracht. Ich habe jetzt eine Shotgun. Das heißt einfach, dass du zweimal geskillt hast. Nee, das habe ich aber auch. Okay, dann heißt es irgendwas anders. Das habe ich aber auch schon vorher gehabt, als ich den Sniper gespielt habe. Weil wir unterhalten uns immer noch über diese. Wir unterhalten uns immer noch über diese drei Streifen, die da sind, die da rangen. Bestimmt stand es vor 10 Folgen schon in den Kommentaren. Wahrscheinlich. Ja, denk mal, wir haben alles am selben Tag aufgenommen. Also alles, was wir falsch machen, werden wir nie korrigieren können. Niemals, auch in den nächsten 100 Folgen nicht. Wir werden die Welt schon wieder nach. Wir werden morgen schon ein bisschen was auf. Wie macht man jetzt die Thermasicht an? N wahrscheinlich? Bei mir hat das nicht gewechselt. Du musst das als Bonus auswählen. Naja, hat er nicht gemacht. Ich habe nur noch als Bonus Luft Ablenkung. Dann nicht ausgewählt. Du kannst zwei Boni auswählen? Nein. Aber er muss es auswählen. Du musst das Spiel gleich mal neu starten nach der Runde. Aber ich würde sagen, es wird auf N sein, weil du hast auf N ja auch Nachtsicht. Du musst wahrscheinlich zu Thermalsicht wechseln. Ah, stimmt, hier habe ich es auf N. Das ist, man hat zwei Boni. Aufklärer und Jäger. Oh, fuck. Oh, ich glaube aber Dalu ist ein bisschen... Das ist nicht leicht, tatsächlich, damit was zu sehen. Dann ist noch der Jugger. Es ist halt der Drohne wahrscheinlich sinnvoll, ne? Nee, das Problem ist, du siehst alle Elektrogeräte als Wärme. Damit. Wo ist der Letzte? Der Letzte geht auch rechts rum. Wie wild auf meine Drohne schießen, ey. Der Letzte war... Den Letzten hat er auch noch gesehen? Nicht sicher. Schade. Das ist schon geil mit Wärmesicht. Sieht schon cool aus. Ursprünglich wollte ich es auch mal machen. Der hat beschossen, oder? Ach, nee, Drohne. Start. Die sind ja alle da oben, ne? Einer fehlt. Ich push ran. Bin ich aber auch gerade dabei. Meine Kugeln bleiben in irgendwelchen Büschen hängen. Empfange Signal vom Aufklärungsturm. Bleib ich bei Dalu als Supporter, dass er nicht überrascht wird. Achtung, Gundran. Habe ich hier Deckung? Nee. Drohne gerade nochmal. Na, ich bin neben dir. Rechts außen 2, da ist auch der Löwe. Ich sehe den Spot nicht. Der andere ist da auch noch drin, so gesehen. Da ist der Jäger. Ganz hinten ist noch der Aufklärer. Die liegen da oben auf dem Berg, die Schweine. Einer hat gut Damage gekriegt. Habt ihr alle 4 markiert? Ja. Ja. Alle vor uns eigentlich, alle eine Front. Nee, einer ist genau unten, da, wo ich pinge. Also der Aufklärer snappt anscheinend auf diesen Wachtposten da. Wie er positioniert ist. Machen wir, die pushen uns voll in die Falle, oder? Bleiben komplett hinten. Gibt's irgendwie Nahkampf? Dass ja. Ja, gibt's. So? F, glaube ich. Ja, die schießen auf mich auch, glaube ich, oder? Das ist auf Alex. Aufklärungsturm wieder online. Der Turm ist ja nicht safe. Eine Aufklärungsdrohne hat mich. Hab sie. Oder der hat dafür beschossen. Was ist das denn? Was ist denn? Ich hab so eine komische Sicht. Wundern, ihr pusht einer, oder? Ich hab Schritte gehört, ja. Ich dachte, ich lauf gerade im Haus hier. Ich nehme euch. Ich drohne nochmal. Also meine Position ist auf jeden Fall von einem Sniper im Blick oder sowas. Ich wurde beschossen, wenn ich am Fenster stand. Halt er steht immer noch. Oh, das ist der Aufklärer. Der Aufklärer ist runtergekommen. Einer ist davor unterm Berg. Einer. Da muss ich hin. Dalu, ich komm zu dir. Das ist der. Also die One wissen jetzt. Oder einer ist der Tank. Ich habe eine Mine gelegt da unten. Kann sie nicht mehr richtig aufklären. Wenn er um die Ecke pusht, würde ich ihn haben. Ich sehe die Fußspuren, ja, ich sehe ihn. Das ist natürlich geil, dass man die Fußspuren sieht. Na gut. Da oben auf dem Berg ist auch down. Ja, der Sniper, rechts der jetzt war das Schild. Also auf den Aufklärungspost guckt immer noch einer. Nord-Nordost war das Schild. Von da oben guckt irgendwo einer runter. Alter, mein. Feindliche Drohne, aufpassen! Bleibt mal in der Thermalsicht, vielleicht sehe ich irgendwas rumfliegt. Ja, kann man. Markiere die Position. Rechts und schießt einer, läuft einer? Das ist die gelbe Punkte. Ja, hinter dem Busch. Irgendwo da, ja, wo du hinschießt. Ja, ich sehe nicht. Ich hab gleich eine Drohne. Oh nice. Drohne kommt jetzt. Macht euch bereit. Der Sniper ist mittlerweile unten. Ne, das ist der Aufklärer. Kannst du ihn spotten? Warte. Such ihn.
Der ist doch nicht in der Position, wo ich beschossen wurde. Der andere müsste weiter links sein. Also irgendwo da irgendwo. Ah, ich sehe ihn. Das ist der Rüstungstyp. Und dann da flieg mal bitte hier zu mir rüber. Alter, hält er viel aus. Das ist ja irre. Also hier unten liegt er. Und da ist das Schild. Ja, und der Aufklärer. Der ist ziemlich low. Der ist ziemlich low. Ich versuche mal zu tappen. Die müssten mich gerade nicht sehen eigentlich. Der Aufklärer ist hier hinten. Der ist unter dem Berg. Dann nicht beide so da, wo ich den will. Das war meiner! Das war ich den mit Thermasicht kaputt. Ich zeig dir, wie ich den wechsle. Ich mach den mit Thermasicht kaputt. Mal gucken, wann die zieht. Noch sehe ich ihn nicht. Der ist ja markiert, ne? Alter, Thermasicht ist OP. Ah, hat sich nicht gezeigt. Ich sehe den durch die Büsche. Der ist ja auch Thermalsicht. Warum sollen Büsche die. Naja, wenn ein kalter Busch dazwischen ist, ist schon schwer eigentlich, ne? Na, ich habe ihn noch nicht ganz gesehen, nur pixelmäßig. Ja, aber wenn du was leuchten siehst, das geht sofort auf die Augen. Das ist so wie bei Glass ungefähr gewesen gerade. Level 7 Thermalsicht kaufen, Punkte, alles klar, ich habe bei der nächsten kaufen. Das Problem ist, dass die Reichweite ist vielleicht so 50 Meter oder so nur, ne? Also ist nicht so krass, also logisch, ich denke, mit der Drohne ist sie stärker wahrscheinlich. Soll ich mal probieren? Komm, ich probier's mal. Stimmt, Drohne, ja. Du siehst auch angeblich Fußspuren, stand da drin. Du hast ja auch Fußspuren gesehen, hast du gesagt. Nee, es war ein Elektro-Ding, was da hing. Achso. Du siehst halt alles, was elektrisch ist, auch als rot. Also als grün. Meine Reichweite und so weiter ist jetzt halt wieder geringer, deswegen, da bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Ich finde das erste Perk ziemlich stark. Wie weit ist denn das? Nee, stimmt, wenn du als Rekrut die gleiche Drohne hast, die ist wirklich nach 5 Meter, hört die schon an. Nee, ich dürfte schon ein bisschen bessere haben, aber. Ne, Dalo hat daneben geschossen. Ich hab zu spät geschossen. Also ich hätte ihn gehabt. Naja. Mein Schuss kam nur zu spät. Wo starten wir denn jetzt? Unten, in der Stadt. Ist leider kein Call of Duty Quickscope. Also ich guck Third Person um eine Ecke, dann weiß ich, wo der ist. Und wenn ich dann rumgehen will und schieße, brauche ich halt ewig. Wie lange dauert denn das, in Scope zu gehen? Dauert an sich schon, ist das schnell, aber du schießt halt nicht um die Ecke, du stehst dann auf einmal offen. Ist es schneller oder langsamer dann, als bei Warface? Du lehnst dich halt nicht um die Ecke sozusagen. Genau, und dann hast du halt Schiss, dass du zu lange brauchst, weil du halt offen stehst. Ja. Oh, wir hätten rechts rumgemusst. So, was haben wir jetzt? Oder ich kletter hier hoch, ich bin ein absoluter Profi-Kletterer. Ja, sehe ich. Ja, pass auf, hier, zack, und jetzt. Zack, hier, guck mich hier wieder klettern. So, man sieht selbst Möwen. Ja, man sieht alles, was Lebensform und magnetisch und elektrisch ist. Alle, der Kitzel halt hat. Ja, genau. Das ist echt geil. Das ist gut gemacht. Aber für eine Drohne ist das, glaube ich, richtig gut, glaube ich. Ja, ja, du siehst mit der Drohne echt gut. Okay. Also da rechts außen, wo das Schild ist, ist noch ein zweiter. Die Aufklärer-Drohne hat mich. Ja, mich auch. Jetzt sind wir beschossen. Hab's beschossen. Der von da hinten, ne? Siehst du ja, wo es geht. Oh, shit, ist. Ich bin gleich tot. Der Sniper steht da, ungefähr da, wo ich jetzt pinge. Ich sehe ihn auf der, also bei Gelb, für die Schüsse, der ist genau. Das war eng. Ja. Sichtkontakt zu Feind abgebrochen. Achtung. Aber ich sehe ihn halt nicht, ich habe keinen. Was hat denn da geschossen, Dalu? Wahrscheinlich. Der auf mich schießt noch einer weiter rechts. Ja. Irgendwo hier, ne? Da genau rechts lang, ja. Hallo, Alex. Empfange Signal vom Aufklärungsturm. Er ist fast aktiv. Er läuft jetzt über die Street. Und schon ist er wieder weg, wo ich im Scope war. Ja, ich hab ihn doch gerade gesehen. Da oben war ein Sniper. Also guck mal, ob ich mit Thermasicht nicht noch nicht. Aber in die Richtung. Da unten ist er. Okay, Thermasicht ist schon ziemlich hilfreich. Hab ihn. Hab ihn. Hast du ihn? Ja, der war in der Mauer. Du Sau. Ach, ohne Thermasicht. Da rennt er zu ihm hin, der ist irgendwie. Ja, da rennt einer hin. Da ist einer und eine Mauer ist einer gewesen. Da, der krabbelt hin. Der krabbelt ganz langsam. Da liegt Außenmauer, glaube ich. Der kommt da eh nicht hin. Also, ich sehe auf jeden Fall die Leiche von meiner Position aus. Oh, shit, das wollte ich gar nicht. Wo ist der Rest? Links? Links von mir ist ein Sniper immer noch im Busch. Hab ihn den Sniper im Busch? Ich halte weiter meine Alten auf die Leiche, bis er nicht da angeschlichen kommt. Ah, ist an der Leiche, ja. Ja. Nur noch ein Gegner. Erledigen Sie ihn. Wo ist der Letzte, Die Thermalfritzen uns sagen. Ja, Thermal ist. Ja, es geht. Es ist okay, aber es ist nicht geil. Im Suchen ist es gut. Im Nahkampf wird es wahrscheinlich nervig sein, weil du halt übersteuert bist. Ja.
Also ich werde jetzt zum Tap-Turm gehen, falls mir jemand da mit dem Auge hat. Oh, der ist auch da hinten. Da hinten ist er, guck mal. Der fährt zum Tap-Turm. Genau neben Kundran eigentlich. Wenn, falls ihr nicht tut, ich mach so lange den Tap-Turm. Er müsste doch genau hier gewesen sein. Tipp, 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 Turm 3, 2, 1. Tschüss. Und Ende. Nehmen wir den. Ich glaube, mach die Thermo wieder raus. Ist dir zu easy? Ja. Also ich werde auf jeden Fall auch das andere nehmen. Also mit der Drohne kann man auch ohne Thermo eigentlich relativ gut spotten. Also ich werde vielleicht, wenn es irgendwie ins Gebäude reingeht oder so, könnte man es vielleicht ein bisschen besser noch nutzen. Aber meiner Meinung nach ist es nicht notwendig. Ja. Gut. Das war aber eine weitere Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wie immer, hoffentlich die Sichten parallel geguckt. Ansonsten beim nächsten Mal. Ja, und haut rein. Tschüss. Ciao.